Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute mal nicht auf der Kartbahn in Wuppertal. Ich bin letztens in Urlaub gewesen auf der Insel Kreta in Griechenland. Und da gibt es auch ein paar Kartbahnen. Und hier, Kartland, die war bei uns da relativ nah. Da konnten wir zu Fuß hinlaufen von unserem Hotel aus. Und da habe ich gesagt, da möchte ich gerne hin, als wir schon den Urlaub geplant haben. Und einfach mal auch was anderes zu zeigen, andere Kartbahnen zu sehen und dann halt auch ein Video dazu zu machen. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und konnte hier mit meinen Jungs fahren. Die hatten mich hier einen Doppelsitzer, das heißt, meine Kinder konnte ich dann rechts reinsitzen. Bin jetzt hier mit meinem jüngsten, also eigentlich mit meinem mittleren Kind, aber meinem jüngsten Sohn gefahren. Und das war schon echt cool. Also ihr habt jetzt gerade kurz im Intro ja ein bisschen gesehen. Die haben da auch extra für kleine Kinder Helme und dann nochmal so eine Sitzauflage, damit die da auch ein bisschen besser sitzen. Also echt auch ein super nettes Team da vor Ort gewesen. Und die hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, wir sind auch als erstes losgefahren. Hier vorne links kamen wir ja raus. Die erste Kurve hier und dann direkt in die zweite Kurve rein, fand ich eigentlich ganz nett so, diese S-Kurve. Hier konnte man dann theoretisch ein bisschen Gas geben, ich sage theoretisch, weil wir hier mit dem Doppelsitzer-Kart ein gedrosseltes Kart haben. Also die sind nicht so schnell und das war schon recht lustig, als wir dann da in diesem Wartebereich, den ihr ganz am Anfang gesehen habt, gewartet haben, bis die Gruppe vor uns rausgegangen ist. Hatte der mich dann halt so gesehen, wie ich mit der Sturmhaube meinem Sohn, den ich schon aufgezogen hatte und dann selber auch. Und meinte, oh, Profi, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil sonst kommen da anscheinend halt nur Leute ohne Equipment hin. Und ich hatte vorher schon mit dem René aus unserer KBL-Gruppe gesprochen, weil der war auch mal auf Kreta. Und habe ich ihn gefragt, wie machst du das denn eigentlich? Nimmst du deinen Helm und so mit? Er sagte, nee, meistens haben die Helme sogar schon hier diesen Mount draufkleben für die GoPro. War jetzt da jetzt kein Helm dabei. Ich hatte aber extra einen Mount mit Klebepad mitgenommen. Richte ich hinterher auch wieder ganz einfach ab, dass ich den da nicht lassen musste. Und konnte ihn dann halt schön hier die Aufnahmen machen. Ist gleich ein bisschen hoch die Kamera, aber man sieht ja ab und zu das Kart. Ja, hier kann man endlich mal auf unsere Mitfahrer, die da waren. Das war eine ganz entspannte Gruppe, war glaube ich auch eine Familiengruppe. Zumindest ein Teil, auch im Deutschen hinterher hatte ich gehört, wie sie sich unterhalten haben über die Zeiten. Während wir hier die gerade überholen, haben wir noch ein bisschen da rauf geguckt. Und in der Mitte ist halt dann dieses Ganze, also geht hier über diese Brücke dann dahin und dann ist in der Mitte dieses Ganze, was da so ist, dann kann man auch was trinken und essen. Unten sind Toiletten und wieder über die Brücke kann man dann da drauf. Jedenfalls, wie gesagt, die Karts, die sind halt langsamer. Da sagte mir nämlich dann vom Wegen, dass es dann halt nur 30 bis 35 km/h schnelle Karts sind. Habe ich gesagt, ist mir total wurscht. Bin ja jetzt nicht hier, um Bestzeiten zu fahren, sondern einfach ein bisschen Spaß zu haben, mal die Jungs mitzunehmen. Und da sieht man halt auch schon, ne, wie die Einzelkarts dann hier doch zügig an uns vorbeikamen. Allerdings hatte ich dann das trotzdem geschafft, die dann auch im Doppelsitzer waren. Und ich meine, hier bei dem Rennen war auch mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Kinderkarts mit auf der Strecke. Die hatten sie mich auch. Und da hatte ich schon überlegt, ob ich meinen größeren dann mal selber fahren lasse. Aber war mal ein bisschen so unsicher. Das war auch gut, dass die nicht haben selber fahren lassen. Da komme ich dann gleich in dem zweiten Part des Videos zu, wenn ich dann mit meinem großen fahre. Aber wie gesagt, dann so viel gleich dazu. Was ein bisschen blöd ist, in der Aufnahme fehlt halt komplett der Kart-Sound. Irgendwie, ich hatte vorher nochmal geguckt, ob die GoPro auch wirklich an ist. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auf die Mute-Taste oder so gekommen bin, versehentlich. Weil am Anfang war halt auch Sound auf der Kamera drauf, aber als wir dann losgefahren sind, da war dann schon der Kamerasound halt irgendwie nicht mehr da drauf. Deswegen vermute ich mal, ich bin da versehentlich leider auf die Mute-Taste gekommen. So, aber jetzt einmal hier. Hier geht es halt so ein bisschen bergab und da hat der Motor schon gar nichts mehr gemacht. Also scheint irgendwie so eine Drossel drin zu sein, weil da kam gar keine Leistung mehr. Und erst, wenn ich dann hier ein bisschen abgebremst hatte und dann wieder aufs Gas gegangen bin, dann hast du wirklich auch gehört, wie der Motor dann auch wieder gearbeitet hatte, wo es hier bergauf geht. Aber bei diesen Bergab-Phasen, da war der Motor eigentlich im Leerlauf quasi irgendwie. Also es hörte sich so an, weil du einfach kein wirkliches Knattern hattest, sondern einfach nur größtenteils die Reifen gehört hast. Das wird man dann im zweiten Teil des Videos auch, denke ich mal, hören, wenn wir dann ein bisschen in die Einblendungen kommen. Ja, wie gesagt, ansonsten ganz entspannte Fahrten, hier mit diesen mehreren Kurvenreichen und dieses Bergauf, das fand ich eigentlich echt ganz nett und halt auch draußen und das ist halt so, wie man sich das vielleicht ein bisschen eher vorstellt, weil sonst bin ich ja bisher immer nur in der Indoor-Karthalle gewesen, aber bisher noch nicht draußen.
zumindest hier videotechnisch, war einmal um Riemen und Rum gewesen, das war ja auch draußen, aber das war sehr ganz nett. Und die waren auch, wie gesagt, alle sehr entspannt, die sind schön links dran, zügig dran vorbeigefahren, da wurde keiner gerammt oder sonstiges, das war echt eine nette Truppe da und hat sehr viel Spaß gemacht. Und mein Jüngster hatte halt auch so viel Spaß, der wollte am liebsten nochmal fahren und nochmal fahren, aber es ist auch nicht gerade recht günstig. Also ich habe jetzt für 10 Minuten 20 Euro bezahlt, also schon doch recht teuer, aber wenn man dann mal im Urlaub so ist und dann die Möglichkeit hat, auch mal mit den Jungs auf die Bahn zu gehen, weil die kennt es ja natürlich, dass ich immer Kart fahre und so, und die wollen dann auch gerne mal, und dann hatten wir hier jetzt wirklich die Möglichkeit, das zu machen. Den Wuppertaler Kartbahn da, ich hatte nämlich gar keine Doppelsitzer-Karts, wo ich die mal mitnehmen konnte, von daher habe ich gesagt, komm, shit, was drauf, auf die 20 oder 40 Euro dann insgesamt, das machst du dann einfach mal. Ja, und hier seht ihr nochmal den Wartebereich, wie gesagt, man geht dann da runter, geht erstmal kurz hier rein, wird das Gatter zugemacht und da seht ihr die ganze Boxengasse mit den verschiedenen Karts, die sie da haben. Sie haben also normale Karts, sie haben diese Doppelsitzer-Karts, mein Großer jetzt hier gerade ja einsteigt, da seht ihr nochmal diese Sitzerhöhung auch ganz gut und dann haben sie nochmal extra Kinderkarts, also drei verschiedene Kart-Varianten. Und was halt ein bisschen schade war, hatte ich mich hinterher dann gefragt, die K32 hatte ich oben auf der Rundenanzeige nicht gesehen. Und der sagte aber auch, dass die Doppelsitzer und die Kinderkarts extra keine Transponder haben zur Zeitmessung, weil es halt keine kein Wettbewerbsfahrzeuge sind. Und da geht es halt einfach wirklich nur um den reinen Spaß am Fahren. Ja, und Spaß hatte mein Großer definitiv beim Fahren. Wir hatten da eine Gruppe, ich glaube, es waren Amerikaner. Also ich bin echt kein Sprachexperte und so, ne? Die haben halt Englisch gesprochen und für mich klang das sehr amerikanisch, aber nagelt mich nicht drauf feste. War auch irgendwie so eine ganze Familiengruppe wieder, mit denen wir da zusammengefahren sind. Und das waren wirklich Chaoten. Also man kann es nicht anders sagen. Hier waren welche Doppelkart, die waren aber, glaube ich, dann irgendwann mittendrin ausgestiegen. Die waren dann die letzten, die auf die Bahn rausgefahren sind. Und schon direkt hier in der zweiten Kurve, da hat sich einer gedreht. Und stand dann da. Und das haben wir hier ständig gehabt. Also das Streckenpersonal ist eigentlich die ganze Zeit nur am Flitzen gewesen, weil irgendeiner wieder in die Bande reingefahren ist. Und ich habe gleich einzelne Clips rausgesucht, um das ein bisschen zu zeigen. Also die haben sich auch getackelt tatsächlich, dachte meine Frau. Ich habe das nicht so ganz gesehen, aber sie hat das halt von oben beobachtet, dass die sich da gegenseitig, wie gesagt, gerammt haben. Und das geht halt einfach gar nicht. Ne? Also die Pampersonal war hinterher auch ziemlich angenervt. Nicht nur, weil sie die ganze Zeit da hinrennen mussten, sondern weil die sich einfach, wie gesagt, unter aller Sau auch mit den Karts zum Teil benommen haben. Was ganz am Ende, werdet ihr das sehen, was ich genau meine. Und hier, der war ein bisschen sehr stürmisch unterwegs und den habe ich ständig stehen sehen. Also ich vermute mal, sein Transponder war ja jetzt nicht mit dabei. Aber das müsste tatsächlich so sein, dass ich, glaube ich, erster von allen gewesen bin mit dem langsamen Kart. Weil die Doppelsitzer, die waren auch recht entspannt unterwegs. Das war der Kindergarten gerade da links, ne? Die standen halt auch viel. Gut, bei den Kindern passiert das natürlich umso mehr. Aber hier dieser Erwachsene, der sieht, wie ruppig der da am Fahren ist. Und der hat sich, wie gesagt, die ganze Zeit auch gedreht und stand dann irgendwo in der Bande. Der mit dem grauen, hellbraunen T-Shirt und einem schwarzen T-Shirt, den wir da einfach auch gesehen haben. Und die waren noch relativ im Hahn hier unterwegs, aber es wird mir dann auch schon ein bisschen brenzlig da, weil die so ein bisschen unkontrolliert gefahren sind, sag ich jetzt einfach mal. Aber hier konnte ich dann auch relativ gut mal an denen vorbeifahren, wo sie jetzt zu zweit da schon noch waren. Also wir zu dritt, drei Karts waren mir ein bisschen viel, aber da habe ich einfach nur geguckt, schnell weg von denen.
und ja, Spaß haben, wie gesagt. Der Große, der hat es total gefeiert. Der hat halt, er hat gesagt, ah, wir überholen und wir überholen hier wieder. Und hatte natürlich so richtig seinen Spaß dabei. Der war mir ein bisschen so kritisch. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich mir auch so eine Gruppe wie die KBL ja eher gesucht habe, bevor ich den ganzen Kartsport angefangen habe, weil ich eigentlich nicht mit solchen Leuten, wie wieder einer steht, dann habe ich noch gesagt, ich muss die Hand heben. Das war einfach so, da hatte die ja da auch schon gesehen. Aber mit solchen Leuten will ich in der Regel ja gar nicht fahren. Oder? Also ich will ja Spaß beim Fahren haben und so ein bisschen auch, klar, den Wettkampf, auch wenn ich da bei uns auf der Bahn wo der Schlechteste bin. Und hier sieht man die Kinderkarts mal so ganz gut, die sind ein bisschen kleiner, aber die sind dann nochmal einen Ticken langsamer. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Großer damit auch schon seinen Spaß hätte, damit zu fahren. Allerdings, wie ich eben schon anfangs gesagt hatte, wird so eine Gruppe, die dann da ständig irgendwo ja, in die Bande fahren und dann tatsächlich auch noch Berührungen provozieren, da bin ich schon ganz froh, dass er da nicht mit auf der Bahn im eigenen Kart gewesen ist. Weil ich auch einfach nicht weiß, wie der regelt. Und da ist einer, guck da vorne, ist er gerade hingelaufen, voll in, geradeaus ins Grün reingefahren. Ich habe keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Da vorne links steht er jetzt, weil die Kurve gibt das ja gar nicht her, dass man da reinfährt. Also er muss komplett die Kontrolle verloren haben, gepennt haben, nicht zu lenken, dass er da ja, voll in die Reifen reingefahren ist. Und das fand ich auch mal ganz cool, also auch dieses Reifenambiente und auch von die Curbs da mal drüber zu fahren. Wie gesagt, das gibt es auch im Partei nicht. Da sind ganz, ganz wenige Reifen, das sind hauptsächlich so, ja, weiß nicht, ist das irgendwie Beton oder so, Porenbeton, den er als Begrenzung da hat. Und auf zwei, drei Ecken gibt es auch mal so Reifen, aber wie gesagt, hier links und rechts überall die Reifen. Und da, wie gesagt, der mit dem braunen T-Shirt, hier hat er sich sehr oft gedreht. Da links stand auch noch wieder einer. Also, die haben die ganze Zeit mehr gestanden, als dass sie gefahren sind. Und ja, da sieht auch, dass er da ein bisschen wegrutscht und leidet. Aber der hatte wahrscheinlich schon seinen Spaß. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, kontrolliert hat er das Kart nicht. Ja, da bin ich mit dem langsamen 35 oder 30 km/h Kart an dem vorbeigefahren sogar noch. Weil er einfach die Kontrolle nicht so sehr dahinter hatte. Aber dann kann man dahinter wieder angeschossen. Aber nee, lass ihn einfach noch vorbeifahren. Der dreht sich gleich eh wieder und weiß ja eh nicht, welche Position das quasi letztendlich wäre, aber bis auf, dass er mal ein, zwei Mal an mir vorbeigefahren ist und ich ihn dann aber, glaube ich, fünf, sechs Mal überholt habe, kam, glaube ich, keiner von hinten. Höchstens der mit dem schwarzen T-Shirt, glaube ich, auch mal, aber der stand auch, wie gesagt, sehr oft rum und wie gesagt, hier die war ganz entspannt unterwegs, konnte man dann auch, hatte schon Platz gemacht, konnte ich dann vorbeifahren, das war ganz nett, aber die Einzelkarts, die waren Katastrophe. Ja, meine Söhne und ich hatten, wie gesagt, sehr viel Spaß gehabt bei dem Fahren. Wie gesagt, im letzten
Rennen war ein bisschen katastrophal. Gleich kommt auch noch eine Szene, da werdet ihr sehen, was ich meine. Also die haben dann hinterher auch noch ein bisschen rumdiskutiert und jetzt kommt er gleich da reingefahren. Jetzt guckt man das Kart da, was ich gerade noch gucke, bam, knallt der da voll hinten drauf, dass das vorderste Kart richtig wegfliegt. Und das hat den vom Personal natürlich gar nicht gefallen, dass sie da hinten drauf knallen. Ne? Also das geht einfach gar nicht. Da muss man auch rechtzeitig abbremsen. Und das hat dann auch so Diskussionen geführt. Dann meinte eine Dame da von der Gruppe von wegen, oh, das sind doch Kinder, er soll sich nicht so aufregen und sonstiges. Aber der da jetzt da wirklich reingeknallt ist, das war kein Kind mehr. Also dann auch so diskutieren, was das, dass er sich nicht so aufregen soll vom Personal. Also das geht gar nicht. Und er hatte sich hinterher sogar bei mir noch entschuldigt. Da hat er vielleicht gerade so seinen Gesichtsausdruck gesehen, dass er auch total genervt war. Und er und die Dame oben an der Kasse hatten sich dann bei uns noch entschuldigt, dass es dann halt so eine katastrophale Gruppe war. Ich so, könnt ihr ja nichts für. Alles gut. Und wir hatten unseren Spaß. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben sowieso. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.